Liebe RGBistinnen und RGBisten, um natürlich auch mal die 3% Frauen in unserer Community zu begrüßen, wir haben einen neuen Erfolg zu verzeichnen. Denn wir haben im Bildungsrat tatsächlich einen RGBisten sitzen, der es geschafft hat, RGB als Teil des Mathematikunterrichts auch noch prüfungsrelevant für das Abitur zu machen. Denn Hyperbolical Time Chamber schreibt, letztens bei meiner Abi-Klausur war folgende Matheaufgabe. 3,7864 RGB hoch 8 mal 7,823 GPU hoch 5 plus 7,7432 durch 3,657 RGB. Und das alles in der Wurzel, da ich immer Kreativecke schaue, war die Aufgabe ein Kinderspiel für mich. Jeder, der die Lösung nicht kennt, ist ein RGB-Feind. Und die Lösung ist selbstverständlich 16,8 Millionen so viele Farben wie RGB hat. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zur 164. Ausgabe Kreative Fragen. Wenn ihr diese Aufgabe auch super kinderleicht lösen könntet, dann gebt jetzt schon mal einen Daumen in nördlicher Richtung, schreibt mir schon mal Fragen für die nächste Folge in die Kommentare und wir machen gleich direkt weiter. Ihr wisst, was bald ist? Ja, richtig, der Valentinstag. Die Chance, eurer Freundin ein paar schöne QL-Lüfter zu schenken. Machen wir uns nichts vor, wir sind Gamer. 90% von uns haben gar keine Freundin. Aber auch wir haben ein Recht auf Liebe und weil Corsair uns so liebt, bekommen wir eine fette Valentinstagsaktion mit zum Beispiel den Corsair QL140 für 84,90 statt 119,90 im Dreierpack oder vielleicht ein cooles Corsair 4000 DR Flow in Schwarz oder Weiß für gerade mal 79,90 statt über 100 Euro, aber auch Corsairs Elite Capellix IO in der 240mm und 360mm Variante bekommt ihr auch stark reduziert. Ebenso wie Netzteile und RAM-Kits gibt es bei Alternate mit fetten Rabatten. Wenn ihr euch also was holen wollt, schlagt am besten jetzt zu und zockt einfach am Valentinstag. Link zu der Alternate-Aktion findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Timmy S. fragt, ist der Game Machine Crystal gut? Will ihn mir nämlich holen mit der RTX 3060. Und Game Maschinen, der Hersteller sagt mir gar nichts, dann habe ich das mal gegoogelt und bin auf Game Machines gekommen. Und die haben tatsächlich auch eine Homepage, die nennt sich Game Machines, we are gaming. Ein Partner von Amazon und dazu haufenweise coole Bilder von wirklich sehr, sehr leckeren Systemen. Und Partner von Amazon klingt ja erstmal so, als würden sie vorwiegend Gaming-PCs auf Amazon verkaufen. Und was ich von Amazon Gaming-PCs halte, das habe ich euch ja letztens schon in einem Video erklärt, aber na gut, vielleicht kann uns ja Game Machines überzeugen. Auf der Homepage habe ich den Crystal Gaming-PC leider nicht direkt gefunden, aber tatsächlich bei Amazon. Und zwar den Game Machines Crystal Black Edition Gaming PC Intel Core i7-11700F Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Wasserkühlung 2000 GB M.2 SSD 16 GB DDR4 WLAN Windows 11 Pro. Hallo, bin ich da bei der Marketingabteilung? Kurze Frage, wie lang soll der Name für unseren Gaming-PC werden? Ja, sagen Sie. Aber ja, insgesamt ist das ein Gaming-PC, den es in verschiedenen Konfigurationen direkt auswählbar auf der Amazon-Seite gibt, was schon mal gar nicht so schlecht ist. Die CPU ist da fast immer der Intel Core i7-11700KF und die Grafikkarten variieren von einer RTX 2060 mit 12 GB bis hin zu einer RTX 3070 Ti. Und der günstigste Gaming-PC mit einer RTX 3060 kostet bei Game Machines momentan 1769 Euro. Eines muss man den Jungs und Mädels von Game Machines lassen, marketingtechnisch ist diese Seite top aufgezogen. Ich meine, es finden sich echt coole Bilder und auch die Beschreibungen sind erstmal ganz gut. Unter Info zu diesem Artikel finden wir nämlich Sätze wie: Dieser Gamer-PC verspricht pures Gaming-Vergnügen mit dem Intel Core i7-11700F Prozessor, 2000 GB M.2 SSD und 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher sind sie für alle aktuellen Spiele und Programme bestens ausgerüstet. Problematisch finde ich hier jetzt, dass von purem Gaming-Vergnügen die Rede ist, aber erstmal der Prozessor, die SSD und der Arbeitsspeicher erwähnt werden und die Grafikkarte erstmal nicht. Nur die Grafikkarte ist eben leider auch das, was die Gaming-Leistung so am Ende ausmacht. Was mich an dem System so ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass die Einzelteile eigentlich gar nicht so wirklich spezifiziert sind. Also wir haben hier zum Beispiel bei Details nur die Rede von XXL-Kühlkörpern auf dem Mainboard, aber eigentlich ist gar nicht so genau spezifiziert, was man als Kunde für ein Mainboard bekommt. Auch beim RAM haben sie nicht genau spezifiziert, was drin ist. Das sieht aber aus wie so ein T-Force RGB-RAM-Modul, aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das RAM-Modul habt oder kennt. Und diese ganzen sekundären Parts, also die Kühlung, das Netzteil und auch das Case, die scheinen tatsächlich von dem Systemintegrator selbst zu sein. Bei der Wasserkühlung ist nämlich beispielsweise die Rede von der Game Machines Liquid Cooler. Beim Netzteil reden sie tatsächlich nur von einem 700 Watt 80 plus
plus Gold zertifiziertem Netzteil, aber auch nicht unbedingt, was das für ein Netzteil ist. Und auch beim Case, bei dem ich zuerst dachte, das wäre ein Fractal Design Meshify C, reden sie dann von dem Crystal Gehäuse, also dem Namensgeber für diesen PC. Und tatsächlich sieht es beim näheren Hinsehen eigentlich so aus, als wäre das kein Mesh in der Front, was ich erstmal schon problematisch finde. Ich meine, ich habe die Woche ein Video zum Thema Airflow hochgeladen und wenn das da kein Mesh ist, dann gibt es auch kaum Airflow in diesem Rechner. Die Zusammenstellung an sich, die ist okay. Man kann durchaus einen älteren Intel Core i7-11700F oder auch 11700KF verbauen, weil das sind ja immer noch gute CPUs. Mit 8 Kernen und 16 Threads werdet ihr noch viele Jahre Spaß haben. Die RTX 3060 ist natürlich total überteuert, aber eine der wenigen etwas günstigeren Grafikkarten, die man momentan kaufen kann. 16 GB RAM mit 3200 MHz und auch eine großzügige M.2 SSD mit 2 TB ist wirklich eine schöne Sache. Trotzdem hätte ich gern gewusst, was für ein RAM wir bekommen und was für eine Festplatte wir bekommen. Problematisch finde ich aber, dass der Hersteller eben hier seine eigenen Parts verbaut, weil dazu finden sich natürlich im Internet so gut wie gar keine Reviews. Das heißt, wir wissen gar nicht, was das eigentlich für Parts sind. Und oftmals ist es so, dass wenn Hersteller ihre eigenen Teile verbauen, sie irgendwoher OEM-Sachen beziehen und die dann selbst labeln. Und das ist insgesamt so ein bisschen mein Problem, denn meistens sind diese OEM-Parts nicht besonders gut. Ich glaube, beim Case haben wir keinen Airflow, vorausgesetzt, dass es kein Mesh in der Front, das ist aber nur eine Vermutung. Aber der beste Weg, um rauszufinden, ob sich ein Gaming-PC lohnt, ist, den zumindest mal annähernd nachzukonfigurieren. Beim Mainboard gehe ich davon aus, dass das ein B560M Pro 4 ist, zumindest würde B560 Sinn machen, weil wir keine K-CPU haben. Und bei den anderen Komponenten, die ich jetzt nicht genau bestimmen kann, habe ich einfach das genommen, was am nächsten dran ist, nämlich die Deepcool Castle 240 RGB als Wasserkühlung, das Corsair TX650M 80 Plus Gold als Netzteil. Beim Case habe ich einfach das Kolink Stronghold in Schwarz genommen und bei der SSD die Western Digital Blue SN550. Und bei dieser Selbstkonfiguration komme ich am Ende auf unter 1500 Euro. Man zahlt also fast 300 Euro nur für den Zusammenbau und die Tatsache, dass da halt schon Windows 11 vorinstalliert ist. Und das, liebe Leute, ich sag's euch, wie es ist, ist meiner Meinung nach viel zu viel zu viel. Wenn man geübt ist, kann man einen Gaming-PC in knapp unter einer Stunde zusammenbauen und das heißt, man zahlt dafür eine Stunde Arbeit eigentlich 300 Euro. Und ich sag mal ganz ehrlich nochmal, diesen Stundenlohn hätte ich auch gerne. 100 Euro für Zusammenbau und alles Mögliche drumherum finde ich völlig legitim. 200 Euro ist schon ein bisschen zu teuer, aber 300 Euro ist meiner Meinung nach deutlich zu teuer. Wie seht ihr das? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Leo Röttger fragt, wo ist der Unterschied von einem vollmodularen und festen Netzteil? Also den Begriff festes Netzteil habe ich bis jetzt noch nie gehört, aber vollmodular natürlich schon. Das bedeutet einfach, dass du am Netzteil selbst alle Kabel auch selbst anstecken kannst. Und warum sind vollmodulare Netzteile praktisch? Ganz einfach, weil sie das Kabelmanagement deutlich leichter machen. Denn bei Netzteilen, wo die Kabel alle schon dran sind, hast du oftmals das Problem, dass du einfach zu viele Kabel hast, die du gar nicht benutzt. Eigentlich reichen aber auch schon teilmodulare Netzteile, also die, die schon 24-Pin ATX-Stecker und auch einen CPU-Stecker dran haben, denn die wirst du auf jeden Fall brauchen, um überhaupt einen PC betreiben zu können. Der Alpaka-Züchter fragt, ist das Asus ROG Helios-Gehäuse gut? Weil ich will mir einen Asus ROG-Bild machen, aber ich weiß nicht, ob das Gehäuse gut ist und einen guten Airflow hat. Der eine oder andere wird sich noch erinnern an den Asus ROG PC, der für einen guten Zweck versteigert wurde. Und da hatte ich auch mal ganz kurz das Asus ROG Helios hier und ich muss tatsächlich sagen, es ist ein sehr, sehr gut verarbeitetes Case. Es ist extrem hochwertig. Allerdings glaube ich, ist der Airflow in dem Case nicht der beste, denn du siehst schon in der Front, dass da eine Scheibe drauf ist und das heißt immer, naja, die Lüfter können eben nicht so gut Luft ziehen wie durch eine Mesh-Front. Aber bevor du dir darin einen Gaming-PC baust, muss dir eine Sache klar sein, das Ding ist ein Koloss. Also ich meine wirklich, das Teil ist riesengroß. Was den Airflow angeht, kann ich euch nur sagen, Hardware-Lux haben das Teil getestet und gesagt, okay, die Temperaturen sind eigentlich relativ in Ordnung. Schaut man sich das auch mal an im Vergleich zu anderen Gehäusen, ist das okay? Wenn es dich also nicht stört, dass dieses Case eigentlich riesengroß ist, dann go for it und hab Spaß damit. Ich würde mir ja wünschen, dass Asus mal ein kompaktes Case rausbringt, denn qualitativ sticht das auf jeden Fall raus. Lute Gut stellt auch eine interessante Frage. Er fragt nämlich, wo genau ist der Unterschied zwischen DDR4 und DDR5 RAM? Und jeder, der sich mit Intels Alder Lake Architektur beschäftigt hat, wird auch mitbekommen haben, ja, DDR5 RAM ist jetzt schon eine ganze Weile draußen. Nichtsdestotrotz werden immer noch sehr, sehr viele Systeme mit DDR4 verkauft. Das hat mehrere Gründe. Natürlich einerseits die Verfügbarkeit von DDR5, denn DDR5 ist immer noch nicht ganz so gut verfügbar, wenn auch besser als letztes Jahr. Aber DDR5 steht noch am Anfang und ist deutlich teurer. Berechtigt ist aber die Frage, wo genau liegen eigentlich die Unterschiede? Erstmal ist es so, dass DDR5
4 mittlerweile an seine Grenzen stößt, was die Geschwindigkeit angeht, und DDR5 bietet einfach deutlich höhere Bandbreiten. Einfach gesagt können einfach deutlich höhere Datenmengen durch den Arbeitsspeicher gepusht werden. Hinzu kommt, dass DDR5 natürlich deutlich höhere Taktraten ermöglicht, allerdings auch höhere Latenzen. Und das liegt einfach daran, dass DDR5 eine ganz andere Architektur hat als DDR4-RAM. Das heißt, eigentlich kann man die beiden kaum miteinander vergleichen. Fakt ist aber, DDR5 wird in Zukunft das sein, was ganz normal auf allen Systemen verbaut wird. Zumindest, wenn es sich dann auch irgendwann mal bei AMD etabliert hat. Momentan sind wir aber in einer Übergangsphase, was man eben auch daran sieht, dass Intel ja Mainboards sowohl mit DDR4 als auch mit DDR5 Support anbietet. Zwar nicht beides gleichzeitig, aber ihr könnt entscheiden, ob ihr eben ein DDR4-Board oder ein DDR5-Board wollt. Auch Toxic stellt eine sehr interessante Frage, die ein bisschen was mit neuer Technologie zu tun hat, nämlich kann man eine PCI Express 4-Karte in ein PCI Express 3 Mainboard stecken und wenn ja, wird dann die Leistung der Karte beeinträchtigt? Und grundsätzlich ist PCI Express abwärtskompatibel. Das heißt, eine PCI Express 4.0 Grafikkarte kannst du auch ohne Probleme auf ein PCI Express 3.0 Mainboard stecken. Bei fast allen Karten wird die Leistung der Karte natürlich etwas beeinträchtigt, weil die Anbindung der Karte einfach langsamer ist. Besonders beeinträchtigt wird sie aber bei der RX 6500 XT. Denn diese Karte ist auf 4 PCI Express Lanes limitiert, was bedeutet, dass sie tatsächlich auch nur an 4 PCI Express Lanes angebunden ist und dadurch schon relativ langsam in der Anbindung ist. Und diese Anbindung halbiert sich nochmal, wenn ihr auf PCI Express 3.0 geht, und das ist schlecht. Denn eigentlich wäre das eine schöne Karte zum Aufrüsten. Ja, sie wäre das, aber sie ist es eben nicht aufgrund dieser Tatsache. Und Chris Toe schreibt, ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, die Dubaro-Werbung kommt angeflogen. Ja, du hast es richtig erkannt. Es ist mal wieder Zeit für die Werbung für meine Freitagsangebote auf Dubaro. Denn dieses Wochenende ist es endlich soweit. Dieses Wochenende zeige ich euch neue Systeme bei meinem Partner Dubaro, die ihr fertig zusammengebaut zu einem fairen Preis kaufen könnt. Schaut also gerne mal rein. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und damit es nächste Woche mit dem cringigsten Format auf YouTube weitergeht, müsst ihr mir jetzt Fragen stellen mit dem Hashtag kreative Fragen unter dieses Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung. Schaut auch gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.